Wer ist eigentlich Jeff the Killer? Jeff the Killer war ein jugendlicher Serienmörder. Er wurde entstellt, nachdem er einen Kampf gegen eine Bande von Schlägern in Brand gesetzt wurde und verlor den Verstand, nachdem er sein neues und schönes Gesicht gesehen hat. Jeff war damals 13 Jahre alt, als er mit seinem Bruder und seinen Eltern in eine neue Nachbarschaft zog. An ihrem ersten Schultag wurden sie von 3 Schlägern belästigt. Jeff hat die Boys brutal zusammengeschlagen, nachdem sie ihn mit einem Messer bedroht hatten. Der Bruder von Jeff nahm aber die Schuld auf sich und wurde daraufhin verhaftet, was Jeff in eine tiefe Depression stürzte. Die Schläger griffen daraufhin Jeff später erneut an und Jeff tötete einen von ihnen. Einer von ihnen hat Jeff aber vorher mit Bleichmittel überzogen und daraufhin angezündet. Als er wieder aufwachte, war er im Krankenhaus und sein Kopf war in Verbände eingewickelt. Als die Verbände abgenommen wurden, kam zum Vorschein, dass sein Gesicht komplett entstellt wurde. Jeff ist daraufhin komplett durchgedreht und hat sich dann zu Hause mit einem Messer ein Lächeln ins Gesicht geschlitzt.